das wir jetzt spielen, hat süddeutsche Wurzeln. Da bin ich aber erst später drauf gekommen. Denn die Vorgeschichte ist so: Unsere Sängerfreunde aus Riegersburg stecken uns einen handgeschriebenen Zettel zu. Und mein Freund Hans sagt, das hat meine Mutter aus dem Krankenhaus mitgebracht. Da hat irgendjemand ihr das Lied vorgesungen und auf einen Zettel den Text hingeschrieben. Ob wir zwei das ins Repertoire aufnehmen möchten und ihnen vorsingen, weil sie haben keine Ahnung, wie das Lied geht. Ich habe mich schlau gemacht im Internet und bin draufgekommen. Das ist ein Kunstlied eines Stuttgarter Dichters, Humoristen und Musikers. Und von diesem Herrn, der heißt Keller, weiß man, dass er so eine Koryphäe war, so ein guter Unterhalter, dass die Leute schon zu Lachstürmen hingerissen waren, wenn er nur die Bühne betreten hat. Und dadurch war er natürlich sehr beliebt und vor allem nach dem Krieg von Auslandsdeutschen, die nach Amerika ausgewandert sind, die haben ihn immer wieder nach Amerika eingeladen und da war er viele Monate in Amerika. Leider hat er dort einen Autounfall gerade und knapp überlebt, ist dann zurück nach Deutschland und ein Jahr später eigentlich an den Folgen dieses Unfalls gestorben. Gut. Jetzt habe ich gewusst, woher das Lied stammt, aber natürlich der Text für einen Steirer völlig unverständlich. Ein schwäbischer Text und jetzt habe ich ihn einfach eingesteirert. Und jetzt hoffe ich, dass ihn auch alle verstehen. Haben wir auch das Lied heißt also, ja, wenn er Geld ich hätte.